Zurück in Apartment 302 von Silent Hill 4 The Room sind wir wieder in unseren beschaulichen vier Wänden und schauen als erstes mal durch die Tür in der Nicht-Silent Hill-Welt, in der realen Welt. Und der Hausmeister ist mal wieder am Motzen. Ich habe jetzt übrigens das dritte Mal gerade neu angefangen, neu aufzunehmen. Manchmal stürzt das Spiel ab, weil die Grafikeinstellungen ändern sich gerne mal von alleine wieder und weiß ich auch nicht, weil das Spiel über Software läuft und etwas älter ist. Und da war es aber gerade eben so, dass dann wieder vor der Tür, als ich reinguckte, der Walter-Typ oder wer auch immer das ist, durchguckte. Und davor ging der Hausmeister hin und her. Mal gucken, ob es bei Eileen jetzt auch wieder anders ist. Da ist Eileen. Sieht so aus, als wäre Eileen. Okay. Okay, das ist so wie gerade eben in der letzten Aufnahme. Da ist Eileen auch hier genauso herumgewandert. Und da habe ich gerade gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich unwohl fühlt. Also, dass irgendwie kommt es mir so vor, als ob sie was spürt. Vielleicht bemerkt sie das Loch nicht, durch das wir gucken. Aber ich weiß nicht. Es sieht so aus, als ob sie so ein bisschen unruhig hin und her geht. Und nicht alles okay ist, obwohl hier steht so, dass es mit ihr okay ist. Aber sie geht ja auch immer so da lang, wo wir sind und gucken. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir auch zusehen, dass wir bei ihr vielleicht ins Apartment kommen. Das können wir aber nur, wenn wir jetzt die andere Hälfte des roten Zettels dann mal durchschieben durch die Tür. Und das machen wir jetzt mal. Und ich hatte auch, glaube ich, vor, ich hatte mir Notizen gemacht, ich habe jetzt schon wieder 2-3 Tage nicht aufgenommen. Dann ist das... Dann ist man immer total raus, wollte ich sagen. Weil es immer so laut ist, wenn wir durch das Loch gehen. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn auf einmal her? Ich wollte sagen, ich habe mir Notizen gemacht. Man ist total schnell raus mit den Apartmenträumen. Ich komme total schnell durcheinander dann. Wo war jetzt nochmal was? Und bla bla bla. Also ich weiß, 207 wollten wir noch, 205 wollten wir noch. Wenn ich das aufgeschrieben habe, dann machen wir das mal. Die Frage ist, ist mein Apartment... meine Dinger waren voll. Ne? Können wir die laden? Nee, können wir nicht. Ich glaube, ich muss mal irgendwas wegpacken. Zum Beispiel... Doch, wir gehen jetzt mal nach oben. Und schieben den Zettel durch. Und dann ist auch mal wieder Platz im Inventar, nicht Apartment, immer im Inventar. So, wie ging denn das jetzt nochmal hier mit Karte und so? Genau, und sind wir ja hier richtig. Geh mal da durch. Und lass dich nicht beirren. So, das ist jetzt unser Ding wieder hier. Wir schieben das durch. Ich habe den Fetzen rotes Papier unter die Tür geschoben. Damit ist wieder ein Platz frei. Und damit können wir dann schnell zurück. Da ist 303 verschlossen. Die Frage ist, wo kriegen wir den Schlüssel her? Aber erstmal gehen wir jetzt hin. Scheiße, das war jetzt blöd. Voll reingerannt. Erstmal gucken wir. Oh, jetzt ist es gruselig hier lang zu laufen, weil ich nie weiß, was jetzt kommt, weil die Kamera sich nicht mitändert. Wo wollte ich jetzt hin? Ich bin jetzt hier bei 206 und 207. Genau, wir wollten auch nochmal zu 207. Da wollte ich irgendwas nochmal nachprüfen. Dann machen wir das doch mal. Was für ein Raum war das denn hier nochmal? 206. 207. So, wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwas gab es hier noch zum Mitnehmen, zum Angucken, zum ich weiß nicht was. Ist das nicht dann... Ich glaube, ich wollte hier rein, weil das mit der Geschichte zu tun hatte, der Mitbewohner, nämlich, ne? Ich glaube, hier wohnte dieser blöde Typ oder so. Aber es gibt ja dann hier nichts mehr gerade zu tun, oder? Also wenn hier nichts mehr ist, dann waren wir zwar hier nochmal schön drin, aber... Gott sei Dank sind gerade keine Geister hier. Es ist immer so schwierig, wenn man gerade erst wieder anfängt aufzunehmen oder reinzugehen ins Spiel und dann geht es halt direkt so los. Blutige Herrenunterwäsche und ein abgerissener Hemdärmel im Müll. Aber nichts, Und das Insektenspray fiel mir jetzt auch so im Nachhinein ein. Hätte ich natürlich auch im letzten Part verwenden können gegen die Viecher. Ach, weil man hier durchgucken konnte, ne? Von hier aus kann ich Eileen Kelvin sehen. Bin da ziemlich sicher, das Apartment drin. Genau, was macht sie in dieser Welt? Okay. Ah ja, hier konnte man durchgucken. Das nutzt mir doch aber gerade nicht viel, oder?
So, hier der komische Stuhl. Das ist alles voll abgefuckt hier. Dann gehen wir mal wieder raus. Entschuldigung für das schlimme Wort. Aber irgendwo ist es ja hier so, oder? Ich meine, Silent Hill ist schon echt krank. Ein bisschen blutig, düster, Psycho. So, was wollte ich dann noch? Ich 207 war das und jetzt wollte ich in 205, damit wir mal diese Kassette uns holen können. Und dann schauen wir mal, wo denn... Nein! Ja, komm, ja. Es ist so gemein. Voll falsch. 203, hier in 205. Oh nein. Und da kommt schon der nächste. 204 ist das hier. 200. Oh, ich bin hier ganz falsch, ne? Lass mich. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Ach, 205 war auf der anderen Seite. Auch ich dussel. Bin voll falsch hier. Scheiße. Lasst mich in Ruhe. Aber, ja. Habe ich denn alles abgeklappert? Ja, ich war auch schon überall. Okay, nicht, dass ich dann nochmal wieder zurück muss. Aber das ist ja blöd. Ich habe mich vertüdelt. So, die erste dann hier gleich rein. Damit wir uns das endlich mal abholen können. Ist das jetzt? Ja, 205. Da müsste jetzt hier irgendwo... Genau, da guckt er nämlich noch hin. Nimm sie schnell mit. Auf dem Etikett steht gehäuterter Mike. Das könnte ich mir auf der Anlage in meinem Zimmer anhören. Ja, wir nehmen sie mit, die Kassette. Super, jetzt haben wir die auch. Da kommt schon der nächste Geist. Hier sind jede Menge alter Spielkonsolen, bla bla bla. Egal, wir gehen raus. So, wir gehen zurück. Wir müssen sowieso zurück. Ja, wir gehen nach unten. Und dann durch das Loch zurück. So, jetzt wird's spannend. Jetzt haben wir die Kassette aus 205. Und erfahren dann... Und erfahren dann vielleicht ein bisschen mehr über auch diesen Mord oder irgendwas Schlimmes, was hier passiert ist in dem Apartment von den anderen Bewohnern, von diesem Typen, der, glaube ich, auch dieser Stalker war, von dieser Rachel. Und unter anderem haben wir jetzt den roten Zettel, wo dann draufstehen müsste, wo wir Eileens Schlüssel zu Ende finden. Es war von innen befestigt. Ist jemand da drinnen? Was? Wer könnte das getan haben? Ja, gut. Wir nehmen den endlich mal. Hier steckt ein Fetzen rotes Papier. Es ist so blutig. Ich kann kaum etwas lesen, aber er kann noch etwas lesen. Rachel, liebe dich. Beobachte immer Fenster. Schütze dich. Mit Liebe, Mike. Also er hat sie durch das Fenster immer beobachtet, was wir ja gerade gesehen haben. Aber ich dachte, wir würden jetzt etwas mehr noch erfahren. Dann erfahren wir vielleicht etwas hierüber. Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss. Dann wollen wir mal. Sie haben die Kassette gehäuteter Mike in die Stereoanlage eingelegt. How do you like that, you sick little freak? You had it coming to you. These clothes are disgusting. Get him out of my sight. I know. It'll be perfect to wrap his body in. Hold it. You! Hold it. I think you snooping around again? Myself. Get your ass out of here before you really piss me off. Hold it. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Okay, was war das jetzt? Da wurde jemand umgebracht, eingewickelt. Vielleicht das Pärchen, habe ich gerade gedacht, die das Kind, dieses Adoptivkind oder so, aber wurde der dann getötet und die haben den dann wegbringen wollen? Wer war das und was ist da passiert und wer war die Stimme im Hintergrund, der sich dann da einmischte? War das der Typ, der hier immer vor der Tür steht, oder war das hier unser Stotterfreund hier? Wie hieß er nochmal, der aber ja schon tot ist? Ich guck mal hier aus dem Fenster jetzt und benutze auch mal natürlich wieder die Maus, damit wir ein bisschen besseren Überblick haben.
Weiß nicht, wer da gerade lang geht bei der U-Bahn. Ist ja auch egal. Hier oben ist gerade nichts. Da ist gerade auch nichts. Da unten ist ein Pärchen. Machen da irgendwas? Okay, 555-3750. Ich weiß nicht, wir könnten da ja auch nochmal anrufen. Wollen wir noch mal probieren, da anzurufen? Was ist jetzt mit Aileen? Sieht so aus, als wäre Aileen okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt nochmal durch das Fenster gucken sollten. Weil sonst habe ich auch keine Ahnung, was ich jetzt noch vergessen habe. Vielleicht will dieser Walter uns auch warnen. Also nicht, weil er jetzt der Mörder hier ist, sondern weil er uns hier drinnen behalten will aus Sicherheit. Ich weiß es nicht. Und er streitet wieder mit irgendjemandem, bei dem wir nicht wissen, mit wem. Hier ist aber auch nichts, ne? Okay. Gut, dann, wie sieht's aus im Inventar? Muss ich jetzt Platz machen? Kann ich die Kassette nochmal einlegen? Oder wie? Können wir uns das nochmal anhören? Ja, wir können uns das auch nochmal anhören. Vielleicht gar nicht schlecht. How do you like that, you sick little freak? You had it coming to you. Also irgendjemand... These clothes are disgusting. Get them out of my sight. Die wollen jemanden loswerden. It'll be perfect to wrap his body in. Hold it. You. Hold it. I think you stupid. Und irgendjemand hat das bemerkt. Get your ass out of here before you really piss me off. Hold it. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Hold it. I think I'll keep that one for myself. Schwierig. Ich dachte jetzt echt, wir erfahren. Nein? Are you yearning for that? Ach komm. Der Special Place. Kann man vielleicht auch noch eine Videokassette finden? Haben wir vielleicht noch gar nicht alles gefunden? Ich werde jetzt mal hier kurz speichern wieder. Aber ich frage mich so, was haben wir jetzt vergessen? Wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich jetzt und gucke nochmal in 205 durch das Fenster? Hat sich dadurch jetzt was verändert, weil wir jetzt dann die Kassette gehört haben? Und finden wir auch noch eine Videokassette? Ja, ist schwierig. Soweit man sieht, ist Aileen ja okay, aber irgendwie muss es jetzt weitergehen. Also von daher... Und man könnte ja noch mehr rote Zettel sich holen. Da war doch auch noch irgendwo eine Stelle. Alles nicht so einfach hier mit den Apartments und Ausschließen und Zumachen überhaupt. So, ach ja, hier unten sollten wir dann vielleicht auch nochmal gucken, denn wir haben jetzt den Hausmeisterschlüssel. Das habe ich nicht gemacht. Das ist ja mal interessant. Momentchen mal. Momentchen mal. Dann gibt es nämlich hier auch noch eine Tür. Die ist fest zu, das geht nicht. Die ist fest zu. Weil wir könnten ja hier auch mal noch was aufschließen. Wir sind ja noch nicht durch. Jawohl. Gehen wir mal in 104. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Und ein Geister, ne? Scheiße. Hier ist nix. Kann ich hier irgendwo durch? Da sind wieder so komische Löcher. Wo kommt ihr denn her? Geht auch ohne Insektenspray. Ja, wer will noch nicht? Wer hat schon? So. Die Kassette hätte ich mal wegpacken sollen, dann hätte ich mehr Platz im Inventar. Das war jetzt wieder nicht so toll. Ist denn überhaupt noch ein Platz frei oder habe ich Pech? Wenn das Insektenspray leer ist, vielleicht... Ja, aber dann muss ich die Dose wahrscheinlich auch wegpacken.
Wieder so ein merkwürdiger Fahrstuhl. Ich glaube, hier ist weiter nichts, was doof ist. Ist voll gemein, einfach nur ein blöder Ort mit Viechern. Und genau so eine Küche, wie sie bei uns ist. Wir gehen mal in den nächsten Raum. 103. Was haben wir hier? Was ist das hier auf dem Boden? Da ist nichts zum Aufheben, okay. Komm, wir nehmen mal das Insektenspray. So, und dann können wir das benutzen. Die Leuchtstoffröhre verbreitet einen gespenstischen Schein. Mhm. Ist aber auch so komisch weitläufig hier. Fest zu. Was haben wir hier? Fest zu. Also hier ist auch irgendwie nichts zu sehen. Hm. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir wieder raus. Gegen die Geister können wir eh nichts machen. Laufe ich jetzt zurück? Ja, haha, war ja klar. So, komm, dreh dich mal, Kamera. Die nächste Tür. Oh oh. I. Geh mal weg da. Ist voll eklig. I. Fest zu bestimmt, fest zu. Fest zu, kann man nirgendwo was machen. Voll der Riesenwurm. Aber die können auf, also in so vielen Massen können die auch richtig schaden. Die Möbel scheinen mit irgendwelchen Tierhaaren bedeckt zu sein. Ist das vielleicht die Katzenwohnung? Die Möbel scheinen mit... Das könnte ja die Frau sein, die mit ihren Katzen hier wohnt. Oh, komm mal her, du. Würmli. Ist das eklig. Voll abartig, aber ich glaube, hier finden wir auch nichts. Weil er guckt hier auch irgendwie nirgendwo hin. Er guckt nur zu den Würmern, ne? Du guckst hier nur zu deinen Freunden. Lass mich. Gut. Dann ist hier nichts, ne? Hier habe ich ja schon... Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder. Und gehen hier weiter. Zu... Weiß ich nicht. Zu 100? Was ist hier für ein Raum? 101. Was haben wir hier? Oha! Es ist ein Gewehrimitat, völlig nutzlos als Waffe. Wie bitte? Hier ist der Waffenman. Nein, Geister! Ah, das bringt's ja. Warte mal. Warte mal. Oh Mann, die kriegen mich immer, obwohl ich draufschlag. Lass es sein. Ey. Hallo. Ich jag dich. Ich jag dich. Komm her, du. Der hat ein Messer. Boah, krass. Jawohl. Und jetzt... drauf mit dem Ding. Na, scheiße. Och, Mann, oh. Ich hab keinen Bock mehr. Hier muss es auch eine richtige Waffe noch geben. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Komm, stirb. Ey, ich hab keine Lust mehr. Oh, leck mich. Ich muss mich jetzt schnell hier umgucken. Alle Waffen sind nur Imitate. Nein! Scheiße! Nein, lass mich! Du bringst mich noch um. Es muss doch hier noch was geben, was mir hilft. Aber auf einem der Magazine steht etwas auf der Rückseite. Meine Augen und Haut jucken wie verrückt. Meine Allergie ist wegen der doofe Katze von nebenan völlig außer Kontrolle. Ich war so sauer, dass ich mein umgebautes Gewehrimitat genommen und das Ding aus kürzester Entfernung abgeknallt habe. Das war echt cool. Das Ding fiel um wie ein Stein. Boah, was für ein Arschloch. Übrigens, der Revolver, den Richard aus 207 trägt, der ist echt. Haben wir den schon? Das ist schon unserer, ne? Ja, den haben wir schon. Der Typ ist gefährlich. Okay, gut.
Du bist ein Arsch, du Scheißgeist. Komm mal rein hier. So, damit ich hier reingehen kann. Okay, da kann man nicht rein. Ich muss hier raus. Das bringt mir nichts. Wenn das alles wirklich nur Imitate sind, was soll ich dann hier? Scheiße, der Typ hat mich voll fertig gemacht mit der Energie. Und ich habe es nicht hingekriegt mit dem Schwert, damit ich mich in Ruhe umgucken kann. Voll ätzend. Echt. So, müssen wir denn jetzt noch irgendwo Türen abklappern? Also unsere eigene geht ja nicht, die daneben geht auch nicht. Wo zur Hölle ist denn jetzt Aileens dämlicher Schlüssel? So. Nur die eine Tür da unten hätte man ja noch ausprobieren können, aber die kriege ich ja mit dem Schlüssel anscheinend nicht auf. Man könnte vielleicht die Nebentüren noch aufmachen. Geht das oder geht das nicht? Man sieht ja in den Räumen, sieht man ja auch noch immer, dass da Türen waren. Aber ich wäre ja nicht reingekommen ohne Schlüssel und ich habe doch auch immer überall das probiert. Da fehlt mir ein bisschen diese geriffelte Linie, wo man dann weiß, alles klar, hier hat es geklemmt, der kann man nicht aufschließen. Weil wenn das ein gerader Balken ist, denkt man natürlich immer, das kann man noch aufschließen irgendwann. Was mache ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt nochmal mit durch das Fenster gucken. Und das war in 207 und das machen wir jetzt nochmal. Spaßig, wie wir sind. Gucken wir nochmal durch das Fenster, weil man es halt erfahren hat und vielleicht bringt es nicht, das vorher zu machen. Weiß ich nicht. Nur so eine Vermutung, aber ich kann mich auch irren. Und die Tür ging nicht, ne? Warte mal, nicht die. Mal vorsichtig an denen vorbei. Die hier. Nee. Die geht nicht. Das ist ja doof. Ich will gerade nicht zurück. Ich will nach oben. In 207 nach links. Genau. Jetzt musste ich niesen. So. 206. Schön, dass ihr vor mir seid. Einfach mal vorbeigeschlichen. So, probieren wir das nochmal. Fenster. Vielleicht ist das ja richtig. Von hier aus kann ich Aileen Kelvin sehen. Bin ziemlich sicher, dass es Apartment 303 ist. Was macht sie in dieser Welt? Schade. Was dann? Was fehlt uns? Können wir vielleicht in 205 noch mehr finden? Ich versuch's nochmal mit der da, wo... Boah, das war knapp. 206, 205. Vielleicht gibt es ja hier noch eine Videokassette und nicht nur eine Hörspielkassette. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, hat er aufgehört, weil ich jetzt weggegangen bin? Nee, er kommt, ne? Er kommt bestimmt. Scheiße. Ja, ist klar. Schnell weg. Schnell weg. Da kann ich eh nichts mehr finden. War hier noch was? Nein. Dann raus mit dir. Und die weitere Überlegung, ja, was kann ich tun? Keine Videokassette gefunden, kein Schlüssel bisher gefunden. Fällt mir noch eigentlich ein roter Zettel, denn man konnte sich ja immer so nach und nach mehrere holen. Dazu muss ich dann jetzt aber nochmal gucken, in welchem Raum das war. Und würde sagen, wir machen an der Stelle wieder einen Cut. Es zieht sich ein bisschen hin, das habe ich schon mal gesagt. Und das finde ich auch nicht so toll. Wir gehen jetzt nochmal schnell zurück ins Apartment, damit meine Energie sich auflädt. Und weil ich immer nicht weiß, ob da auch wieder was Neues passiert, versuchen wir es doch einfach mal. Ich glaube, wir hätten jetzt zielstrebig irgendwo hingemusst, aber ich weiß nicht wohin. So, es lädt sich jetzt auf. Wir gucken auch nochmal hier durchs Fenster.
Ist hier irgendwas? Der Typ ist ja auch nicht da. 555-3750, wie gesagt, könnte man nochmal ausprobieren. Das ist aber, nein, ich denke nicht, dass das uns irgendwas bringt, aber na gut. Den Spaß machen wir uns nochmal. Das hat uns nichts gebracht und warum es rauscht? Wahrscheinlich, weil wir keine Verbindung zur Außenwelt bestimmt kriegen. Ach, das ist so schwierig hier alles. Was können wir nur machen? Was machen wir mit Eileen? Wie komme ich an den Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Oh. Sieht so aus, als wäre Eileen okay. Sie macht da wieder irgendwas. Redet sie da? Weiß nicht, was sie da macht. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Entschuldigung, dass ich ein bisschen planlos gerade bin. Ich werde mich mal informieren jetzt und gucken nochmal, wo hatten wir die roten Zettel mal gefunden. Vielleicht steht da ja auf dem nächsten wegen den Tagebucheinträgen oder so dann drauf, was wir machen sollen. Ich weiß auch nicht. Wir sehen uns. Bis dann.